Elektromobilität ist die Zukunft und die Stadtwerke wollen dabei sein. In ihrem Fuhrpark gibt es schon Stromer. Die meisten Menschen sind aber noch skeptisch. Besonders die geringe Reichweite hält Neuwagenkäufer auf Abstand. Hier sei aber eine Trendwende in Sicht. Natürlich haben wir eine Einschränkung momentan noch in der Reichweite und das Thema Lebensdauer, Batterie. Aber diese Diskussion führen wir jetzt, weil wir ganz am Anfang der Reise sind. Also wir sind davon überzeugt, dass wir in 3, 4, 5 Jahren wird es diese Themen einfach nicht mehr geben, weil sich das Thema Elektromobilität und die Technik, die dahinter liegt, einfach weiterentwickeln wird, weil die Automobilindustrie auch das Thema erkannt hat, jetzt besetzt und wirklich auch forciert vorantreiben wird. Es gibt immer noch Punkte, die es schwierig machen, sich auch als Privatperson für ein Elektroauto zu entscheiden. Das ist der Preis des Fahrzeuges, das ist die Reichweite des Fahrzeuges, aber das ist natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Wenn Sie heute losfahren mit Ihrem Pkw, mit Ihrem Benziner, Diesel, dann machen Sie sich keine Gedanken darüber, wo Sie jetzt tanken werden, wenn der Tank leer ist, weil es gibt genug Tankstellen. Das ist natürlich bei der Elektromobilität nicht so. Nur wenn wir das sicherstellen können, wenn also eine ausreichende und qualitativ hochwertige Ladeinfrastruktur wirklich zur Verfügung steht, dann wird dieses Produkt, dann wird diese neue Form der Mobilität auch angenommen im Privatkundenbereich. Hier setzen die Stadtwerke jetzt an. Sie haben zusammen mit vielen Jena Partnern ein Großprojekt angestoßen. Also im Optimalfall haben wir dann in Jena 2030 10.000 Elektrofahrzeuge auf der Straße. Das sind ungefähr 20% am Gesamtanteil. Und Ziel dieses Projektes ist es einfach, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese 10.000 Elektrofahrzeuge auch in Jena fahren können. Der Blick über den Tellerrand zeigt, grundsätzlich ist das möglich. In den USA gab es 2015 E-Auto-Zulassungen im sechsstelligen Bereich. China lag hier aber weltweit ganz klar vorn. Und in beiden Ländern wächst der Markt. 2016 stieg der Verkauf in beiden Ländern kräftig. 370.000 neue E-Autos kamen allein in Fernost auf die Straße. Die Autonation Deutschland verschläft diesen Trend zwar bisher, will nun aber aufholen. Vor allem gilt, Lademöglichkeiten müssen her. Einfach an die Steckdose geht zwar auch, aber mit einer richtigen Ladesäule läuft das Stromtanken viel schneller. Wir sind jetzt dabei, im Bereich für Privatkunden, für Gewerbekunden, für Wohnungsgesellschaften Ladeinfrastruktur zu errichten und können da das komplette Paket anbieten, angefangen von der technischen Planung über die Errichtung, den Betrieb, bis hin dann auch zu den Zugangsprozessen. Also wie können Elektromobilisten Zugang zur Ladeinfrastruktur bekommen? Den Zugang gibt es mit einer Chipkarte. Hier existiert zwar deutschlandweit noch kein einheitliches System, aber in Jena ist man mit einem Exemplar von den Stadtwerken auf der sicheren Seite. Aber müssen nicht auch viele Kilometer neue Kabel her, damit das Stromnetz in Jena überhaupt Strom für neue Elektroautos schultern kann? Erst einmal nicht, sagt der Experte. Das vorhandene Netz hat Reserven und mit intelligenter Ladetechnik lassen sich diese gut ausnutzen. Alle Ladesäulen sind untereinander und mit einem zentralen Computer verbunden und teilen eine Menge Informationen. Ist die Ladesäule frei? Ist sie gerade belegt? Ist sie verfügbar? Ist eine Störung aufgetreten? Und. Das wird permanent in ein System gemeldet und diese Information, die kann ich hier abrufen. Also ich kann den Status der Ladesäulen, der einzelnen Ladepunkte hier im System erkennen und kann auch, wenn Ladevorgänge stattgefunden haben, erkennen, wann haben die stattgefunden, wer hat dort geladen, wie lang geladen und wie viel geladen. Diese Informationen helfen dann, viele E-Autos zügig zu betanken und das Netz nicht zu überlasten. Wenn in den nächsten Jahren flächendeckend Ladestationen gebaut werden, wird das auch E-Mobilitätspioniere freuen. Offenbar machen sie gute erste Erfahrungen, sie sind von der Technik, dem Fahrgefühl und dem Umweltnutzen überzeugt. Seit ungefähr Sommer 2015 nutzen wir jetzt einen Teil unseres selbst erzeugten Solarstroms auch für Elektroautos, um die aufzuladen. Und unsere Kollegen haben mittlerweile über 120.000 Kilometer damit zurückgelegt und sind sehr zufrieden. Mittlerweile haben wir über 7 Autos
und freuen uns, dass es wahrscheinlich bis zum Jahresende 13/14 sind. Trotzdem ist es so, die geringe Reichweite von E-Autos und die fehlenden Lademöglichkeiten sind Hürden für E-Mobilisten. Aber das gehöre bald der Vergangenheit an. Die Reichweiten der Autos werden immer größer. Also ich würde sagen, auf Jahresfrist so eine Durchschnittsreichweite bei einem neuen Pkw kann man schon auch unter schlechten Bedingungen dann mit 250 bis 300 Kilometern angeben. Und das Zweite ist, es gibt zunehmend auch Ladeinfrastruktur. Das heißt, ich muss nicht Angst haben, irgendwo hinzukommen und ich bekomme keinen Strom. Und sobald das, diese beiden Punkte erfüllt sind, glaube ich, wird das ab einem gewissen Punkt sehr schnell gehen, dass sich das verbreitet und auch akzeptiert wird. Die Botschaft der E-Mobilisten lautet also, bitte mehr Ladesäulen. Das setzen die Stadtwerke jetzt um. Die Ära des Verbrennungsmotors geht zu Ende. Dass die Elektromobilität natürlich notwendig ist, sollte, glaube ich, auch inzwischen klar geworden sein. Wir müssen natürlich die Energie- und Klimawende ausdehnen, von der Stromerzeugung auf den Verkehrssektor und auf den Wärmesektor. Und da müssen wir die Verbrennungsmotoren ablösen durch alternative Antriebe und hier natürlich allen voran der Elektroantrieb. Und es ist nicht nur gut für die Umwelt, ein Elektrofahrzeug zu fahren, es macht auch Spaß. Auch auf privaten und öffentlichen Parkplätzen sollen sich also demnächst E-Autos zum Laden reihen und grünen Strom aus regenerativen Quellen zapfen. Die Stadtwerke werden so zu einem der Wegbereiter für umweltfreundlichen Verkehr. Und davon profitieren am Ende alle. Denn E-Mobilität heißt schließlich nicht nur weniger Abgase und weniger klimaschädliches CO2, sondern auch weniger Straßenlärm.